Wer ist dieser furchterregende Magier nur? Es ist der namenlose Held. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Wir sind im neuen Lager und sind Wassermagier. Daher kommt es die alte Socke, alle anderen Feuermagier töten lassen. Und wir so ein bisschen gut, dass du uns beigetreten aus bist. Dem alten Lager herausgeschmissen wurden. Hallo, ich bin da. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Haben wir mit dem du schon nicht schon gesprochen? Trank. What the fuck? Haben wir dir aber schon gesprochen, oder? Ach, jetzt weiß ich, was wir tun wollten. Wenn du verletzt. Alter, halt die Schnauze, du Arschloch. Ups. Ups, vielleicht ein bisschen. Ups. Hey, Saturas, altes Haus. Ich glaube, wir haben vergessen, mit dir zu sprechen. Magie zu Ehren. Ja, bla bla bla. Ah. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Das Einzige, was mir gerade nicht aus dem Kopf gehen mag, ist, dass sich der Zauberkreis in Wasser und Feuer gesplittet hat. Aber wieso haben die einen gesagt, oh, ich finde Feuer besser? Und die anderen, ich finde Wasser besser. Und dann sagen die, Feuer ist so scheiße, lass uns einen neuen Clip aufmachen. Dann sind wir der Kreis des Wassers statt der Kreis des Feuers. Ja, genau das machen wir. Oder was? Das kann doch nicht sein, oder? Wäre schwachsinnig, irgendwie. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Alles Humbug. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Okay. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Ja. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Okay, kein Problem. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Bestimmt. Mögest du in einem Stück zu...
Gut, in die Bibliothek gehen wir jetzt nicht. Das ist so unnötig. Gorm, was machst du eigentlich hier? Hallo. Von mir aus können wir unseren Streit vergessen. Was? Ja, genau. Von mir aus. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Was, nur fast? Okay. Bis später. Jetzt weiß ich, warum er da steht, weil er, ja, blöd ist. Nee, Farius, hör auf dich einzusetzen. In die Bibliothek müssen wir nicht gehen. Ich kenne nämlich schon das große, schaudernde Geheimnis. Haben wir überhaupt alles bei? Upsala, Magie, Eisblock, Eiswille. Können wir auch ausrüsten von mir aus, ja klar. Mana kostet 8,50, ja gut. Müssen wir mal gucken, wie wir durchkommen. Was wollte ich jetzt machen? Ach Gott, ich hab's vergessen. Eisblock, Kugelblitz, ja, okay. Also nochmal, das Knacken. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So, was wollen wir heute machen? Ja, wir gehen zu Xalas, denke ich mal, ne? Also, wir haben ja schon viel in der Umgebung abgefrühstückt, also wird es auch mal ein bisschen Zeit, hier die Sau rauszulassen. Das heißt, ja, mal ein bisschen die Story weiterführen, mal richtig vorpretschen. Mal schauen, was uns erwartet. Ich weiß ja, was uns erwartet. Obwohl nicht ganz, weil mit Magier könnte es alles etwas anders werden als Warrior. Der Warrior, der edelste aller Warriors. Ich laber wieder nur Scheiße, nein! Hey Söldner, bleib bloß da. Ich brauche euch nicht. Ihr seid alle nutzlos. Wieso seid ihr überhaupt hier? Ich mach doch sowieso alles alleine. Genau. War doch klar. Oh Mann. Schnell speichern. Ich müsste auch mal den Spielstand umschreiben von Feuermagier auf, ja, keine Ahnung, Elementarmagier. Egal. Was sind wir jetzt eigentlich von der Gilde her? Wassermagier, okay. Weil an sich haben wir ja den Schwur des Feuers und des Wassers geleistet. Damit müssten wir eigentlich Elementarmagier sein. Und nicht Wassermagier, weil jetzt irgendwie total rassistisch und so, ne? Nee, du bist kein Feuermagier, du bist Wassermagier. Alle Feuermagier sind gestorben, außer Milton. Der lungert noch irgendwo rum. So, sich noch irgendein Tier, das ich vermöbeln kann? Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. So, wo muss ich eigentlich lang? Da. Die sind böse geworden. Ich hoffe, ich renne richtig lang. Ich habe auch kein gutes Gefühl dabei. Nein! Ach, wer weiß. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Und Leute, ganz ehrlich, es wird langsam Zeit, dass ich dieses Projekt beende, weil ich habe noch, wie sagt man das? Anderes im Plan. Was das genau sein wird, werde ich euch noch nicht verraten können. Und es wird wahrscheinlich auch keiner von euch erfahren. Selbst wenn ich es jetzt hier sagen würde. Weil ihr das euch nicht anguckt. Warte mal, da. Ich muss hier irgendwie hoch. Hey, es geht sogar. Good job, Junge, good job. Was ist denn hier oben? Ach, erkunden. Ach, nö, da falle ich jetzt nicht runter. Ganz so doof bin ich nur auch nicht. Ich bin zwar manchmal ziemlich doof, aber... So doof. Ach so, und ich kann euch schon mal versprechen, ich werde deutlich öfter sterben in nächster Zeit. Also gegen Ende des Spiels, weil, ja, es wird noch lustig. Es wird noch sehr lustig. Es war jetzt kein Spoiler oder was, aber irgendwie doch schon und irgendwie doch auch wieder nicht. Egal. Wir werden alle sterben. Haltet euch bereit. Irgendwie so ging das Song. Ich weiß nicht, kennt ihr es? Mokator? Kennt ihr es? Nein, okay. Vorwärts! Ja, die Laufpassagen sinnvoll zu überbrücken mit irgendwelchem Gelaber ist recht schwierig, wie ich gerade feststellen muss.
Vor allem, weil ja, wir das Ork-Gebiet so ein bisschen, wie nenne ich es am besten, dezimiert haben. Damit haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen den Spaß an der Sache genommen. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass wir ungehindert vorrücken können. Wenn ich ungehindert sage, dann meine ich ungehindert. Ungehindert? Ungehindert? Ungehindert. Ja, ist das nicht entspannt? Ein gemütlicher Spaziergang im Ork-Gebiet. Was gibt es Besseres? Was gibt es Besseres? So, jetzt müsste ich hier irgendeinen Weg davon nehmen. Dieser Weg scheint mir sehr, sehr, sehr günstig zu sein dafür. Also werden wir, glaube ich, diese Richtung einschlagen. Oh, gucke mal einer, schau, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Razoren. Oh. Das ist irgendwie scheiße, zieh mal. Wow, das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Das ist echt nicht in Ordnung. Nein, nein, ich will nicht sterben. Wow, genau das meine ich. Okay. lol. Ja, au. Das tat weh. Ich hätte auch ein bisschen mehr Mana mir holen können. Und mal ausschlafen. Das ist immer irgendwann anders. Irgendwann mal. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Lebensenergie wieder. Ups. So war das natürlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich da hellmutig reinstimmen. Was hatte ich da eigentlich gerade ausgewählt? Das war so jämmerlich. War das der Feuersturm? Der war doch normalerweise mega OP. Hm. Probieren wir es doch mal mit Kugelblitz. Vielleicht klappt das besser. Ich hoffe es, sonst haben wir keine Waffe gegen die Viecher. Eisblock. Was haben wir denn eigentlich? Eisblock? Teleport-Wassermagie, genau das brauchen wir jetzt dringend. Jetzt haben wir Eiswelle. Stimmt, Eiswelle können wir auch zaubern. Eisblock. Wie viel Mana haben wir eigentlich? 45. Ich bräuchte noch drei mehr. Mal gucken wir mal, ob das besser funktioniert, was ich jetzt vorhab. Gibt es hier nicht irgendwo noch drei Mana? Was richtig Billiges brauche ich. Wow. Komm. Ja, fressen wir hier eine Steinwurzel. Obwohl das eigentlich total die Verschwendung ist. Kugelblitz, Eisblock, Eisblock, Eisblock. Hey, ihr Razoren. Jetzt kriegt ihr... Oh, wartet mal. Bevor wir hier wieder dumme Sachen machen. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Hey. Ihr Kreaturen Belias, ich werde euch zermalmen. Hallo. Ich möchte auch nicht ganz ehrlich nicht zu nah ran. So ungefähr. Wow. Haben wir wenigstens viel abgezogen? Nein. Hallo, lädst du auch mal? Achso. Wow. Wow. Ich habe mich gerade
nochmals selbst übertroffen, wenn ich das so sagen darf. Darf ich mal kurz, danke. Ja, ist gut, ich bin ganz lieb. Na, warte, das nächste Anlauf. Das gefällt mir gerade nicht so, was ich hier gerade mache. Ich war schon mal besser. Jetzt. Ah, Wie viel Mana habe ich? Wow, egal, komm, jetzt gibt's aufs Maul. Ich habe hier Magie zu Ehren, ne? Warum sterbt ihr nicht? Das finde ich nicht cool. Na, das haben wir doch moderat gelöst. Verdammte Scheiße, ich brauch mehr Mana. Ja, das trifft's am ehesten. Und ziehen wir uns hier noch ein bisschen was rein. Und weil wir es können, ich habe ja noch 100 roh Fleischkeulen. Ach, wir sind halt hart im Nehmen, ne? Aua, ey. Verdammt, meine Taktik geht nicht mehr auf. Feuersturm ist nutzlos. Habt ihr gesehen, das macht einfach nichts mehr. Okay, gut. Jetzt wissen wir, wo wir in dieser Welt stehen. Gerade noch große Töne gespuckt und bam. Haha, das ist meine einfachste Übung. Stimmt, Spicer. Brennt nieder. Okay, das können wir. Das ist einfach. Das ist ja fast zu einfach hier. Keine richtigen Gegner, das ist total pussy-like. Oh, ja. Jetzt kann ich wieder ein bisschen aufmucken, jetzt habe ich ein Erfolgserlebnis. Achso, habe ich überhaupt gespeichert, als die Razer getötet hat? Diese Razer sind echt bitter. Dafür, dass die weniger Farben bringen als Snipper und dafür mehr austeilen, mehr aushalten, finde ich so ein bisschen unfair. Ich frage mich ganz ehrlich, was die schlechter sein sollen. Schlechter, ich bin der Schlechter. Egal. Wir müssen das nicht weiter fortführen. So, jetzt kommen wir zu Xars Turm. Hier ist der Eingang. Nur mal so nebenbei. Und guckt mal, wen wir da haben. Ey, Golem, altes Haus. Na, was läuft? Bloß nicht verkacken, sonst sind wir voll im Eimer. Too easy. Too easy. Als nächstes, glaube ich, kam der Eisgolem. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Tut mir leid, Leute. Irgendwie. Mit der geballten Macht von Innos. Sterbe. Das war einfach. Ja, das ist Teil des Rätsels. Oh, jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Ich muss aufhören damit. So, und jetzt kommt noch der letzte Golem. Dieser ist eine Bitch und er verdient das wegen. Stirb! 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 Das ist vielleicht nicht die schlauste Art und Weise, was ich hier mache. Hat es mir überhaupt eigentlich gerade Mana gekostet? Doch ja, ein bisschen, ne? Ah, nee, es hat gar kein Mana gekostet. Interessant. Ist das nicht wunderschön hier?
wahrer Traum. Gut, da gehen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal hin. Oh, und diese Wand hat sich gerade aufgelöst. Aus dem Nichts. Mist. Ha. Wow, das ist geil. Das ist geiler, als ich erwartet hatte. Ja, damit kann ich leben. Übrigens, mir fällt gerade auf, wir haben noch ein paar Getränke. Ja. Yeah. Maximal Lebensenergie. Maximal Lebensenergie. Ah, genau. Geist tippe ich mir auf für später. So, Leute, aber nun, bevor wir mit unserem werten Herrn Dämon hier vorn sprechen, beende ich hier die Folge und wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge von Let's Play Gothic 1. Bis gleich. Oder bis dann. Bis dann ist besser.